Beispiel. Alter, Alter, vielleicht kriege ich das auch noch hier hin. Die ganzen Übungen abends, Leute, haben sich ausgezahlt. Endlich kann ich davon profitieren. Der Gerät, genau. Das Doomsday-Device selber. Das absolut... Ihr habt keine Ahnung, wie ich das aufziehen soll. Es ist aber das krasseste Paket überhaupt. Ihr wisst noch, vor 2 Tagen haben wir gestreamt. Wir hatten einen wunderschönen Stream mit The Last of Us. Hab ja die Collectors Box gekauft und die digitale Edition. Ne? Ich habe sowohl die Collectors Box, 220 Euro, als auch die digitale Edition für 70 Euro gekauft, damit ich das im Stream spielen kann. Und dort haben wir im Stream etwas gesehen. Andere große Streamer haben ein krasses Paket erhalten. Bam! Ich bin auch einer der krassen Streamer, Leute. Was ist mit meiner Stimme los? Meine Stimme ist so mega broken. Das ist die absolut größte Edition von The Last of Us, die man jemals erhalten kann. Das kann man nicht im Laden kaufen. Man kann es nicht irgendwo kaufen. Man kriegt das zugesendet. Ich weiß nicht, wer von Sony den Stream geguckt hat. Keine Ahnung, wer von Sony das geguckt hat. Wer auch immer das war. Ne, ich habe ja im Stream gesagt, ich hätte so Bock auf diese Box. Ich möchte die auch haben. Keine Ahnung, wer von Sony zugeguckt hat. Aber einfach nur dicke, dicke Küsse auf eure Nüsse, Leute. Weil das ist absolut ehrenhaft, dass ihr das jetzt mir auch noch zuschickt. Kriegen wir dich da raus, ohne dich zu beschädigen. Seht ihr das Ding hier? Leute, das Ding ist schwer, ey. Und jetzt wollt ihr auch bestimmt wissen, was da drin ist, Leute, ne? Das Schloss ist hier schon ab. Beste Qualität. Beste Qualität, Leute. So, und ich würde mal sagen, wir fackeln nicht lange. Mach mal dieses wunderbare Ding auf. Ist das Ding sexy oder ist das Ding sexy, Leute? Na? Guckt euch das an, Leute. Guckt euch diese Details an in dieser Geschichte. Oh mein Gott. Das Ding ist einfach nur insane. Allein schon hier das Tattoo, was Ellie auch auf dem Arm hatte, ne? Was Ellie auf dem Arm hatte, das hier ist richtiges Gras, oder es fühlt sich auf jeden Fall wie Gras an. Unter anderem haben wir eine Metallplatte von dem Regisseur auf Deutsch. Was würdest du tun, wenn eine Person, die du liebst, das Opfer einer Gewalttat wurde? Das erzählt die Geschichte des gesamten Ding. Ich hab's mega gefeiert, das ist ein nice Spiel gewesen. Hat mir Menge Spaß gemacht. Aber was haben wir hier drinnen? Einmal leider ein bisschen eingerissen durch den Transport oder sowas. Keine Ahnung. Das kann jetzt nicht durch mich passiert sein. Das ist wahrscheinlich einfach passiert. Das hatten wir auch schon in der Collectors Edition mehr oder weniger, diese Geschichte hier. Ja, da ist nochmal so eine kleine Postkarte drin, wo dann auch mal das Wort des Direktors steht, was er über das Spiel zu sagen hat. Ist ganz nett. Das ist das gleiche, was ich jetzt auch im Metall habe. Dieser Text da steht da drauf. Das ist dieser Text, der da drauf steht. Wir haben Pins. Wir haben Pins. Wir haben ein Artbook. Wir haben ein Artbook. Diesen Artbook ist genauso wie bei der Collector's Edition auch eigentlich Zeichnung aus dem Spiel jetzt drin. Logischerweise, ne? Sonst wäre es ja kein Artbook. Natürlich das Armband, was Ellie von Dina bekommen hat. Ja, das wissen wir ja inzwischen, wohin das Armband gehört. Aber das ist das Armband, was Ellie von Dina bekommen hat. Das war nicht in der Collector's Edition drin, aber das ist ein Stoffpatch. Das kann man sich irgendwo drauf nähen. Entweder an die Tasche oder an die Backe oder wo auch immer. Ja, das kann man sich so ein bisschen dran nähen. Die Schallplatte. Die Schallplatte. Ey. Absolut, absolute Liebe. Dankeschön, Sony, für diese Edition. Weil diese Schallplatte gab es nur in Amerika. In Deutschland konntest du nur die Collectors Edition kaufen. Und dort ist die Schallplatte nicht dabei. Amerika hatte noch eine Ellie Edition, wo die Schallplatte dabei war und der Rucksack. Und ich habe jetzt auch die Schallplatte. Und ihr wisst, ich sammle gerne Schallplatten. Ich spiele ja auch Schallplatten. Nee, ihr wisst es. Ihr wisst es, ich spiele ja gerne Schallplatten. Ich kaufe mir auch gerne von Videogames die Schallplatten, von der Musik. Das ist jetzt zum Beispiel von Horizon Zero Dawn oder so nebenbei. Bin ich Fan von, ich mag die Dinger. Und jetzt habe ich die The Last of Us Schallplatte.
die mega, mega selten ist. So, das packen wir aus. Ey, ich bin so happy. Das ist so ein geiles Ding. Sony, wenn ihr bei Ghost of Tsushima oder beim PS5-Launch irgendwas zusammen machen wollt, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich bin bei sowas dabei. Ich bin echt unkompliziert. Ich habe auch kein Netzwerk oder irgendeinen Partnermanager, den ihr erstmal zwischenschalten müsst. Ganz einfach und simpel. Und so sieht die Schallplatte aus, Leute. Ist eine kleine Schallplatte, sind nur 2 Songs drauf. Ist größer als eine Blu-ray und sind 2 Songs drauf, aber trotzdem freue ich mich mega darüber. Spiel die ab, warte mal. Aber ihr könnt es nicht hören. Ihr könnt es nicht hören, Leute. Ich habe auch gerade keine Lautsprecher. Weil der Schallplattenspieler ist nicht an den Stream angebunden. Ich kann den Sound nicht umleiten, so dass ihr es im Stream hört. Sorry dafür. Und ich habe auch gerade keine Boxen. Müssen wir noch nachholen. Aber ich freue mich mega über diese Platte. Auf jeden Fall auch da drin. Was haben wir noch? Wir haben den Limited Edition The Last of Us 2 Controller, der dabei war. Auch mit dem Tattoo, was Ellie auf dem Arm hat. Ne? Ich würde meinen, das ist das Tattoo, oder? Ist das Blatt. Ansonsten schwarz, da ist nur der Text The Last of Us 2 drauf. Was ist mit deiner Stimme los? Ich habe letzte Woche 60 Stunden gestreamt. Die Stimme ist broken. Ich brauche mehr Pause. Wir haben natürlich das Spiel selber in der Steelbox, ne? Das ist die Steelbox selber, Leute. Das ist die Abby. Das ist die Ellie. Das ist die Steelbox selber, die haben wir auch. Was ist da drin? Was ist da drin, Leute? Das weiß ich nicht. Das war nicht in der Collectors drinne. Ich denke mal, der Rucksack. Also wenn ich die Schallplatte bekommen habe, muss da der Ellie-Rucksack drin sein, oder? Können es ja so hart, denn sehr, sehr wenige, die von wem bekommen. Ich weiß auch nicht, wie viele das bekommen haben, aber das Ding muss mega selten. Ich glaube, das Ding ist wirklich selten. Und wie gesagt, man kann es nicht kaufen oder sowas, ne? Absolut Ehre von Sony. Ach, die Figur. Ist nochmal die Ellie-Figur. Ich pack die jetzt nicht aus. Pack die jetzt nicht aus, weil ich habe schon eine. Die ist schon ausgepackt. Diese Figur ist da auch drin, ne? Nee, jetzt habe ich 2 von denen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der zweiten mache. Vielleicht gebe ich das in Verlosung oder sowas. Ne, vielleicht verlose ich ihr die Collectors Edition, die ich jetzt doppelt habe, weil ich habe die Super Collectors Edition. Die behalte ich natürlich, die große Kiste. Das gebe ich vielleicht in die Verlosung, aber andere Stream, soziale Medien auf Augen aufhalten, wie Twitter oder Instagram. Will ich noch nichts versprechen, ich muss noch Gedanken machen. Vielleicht verschenke ich auch jemand anderen aus meinem Umkreis oder sowas, den ich kenne. Und der Bock hat auf die Collectors. Meine Adresse, Steini. Seht ihr, Butterfly Lea, der meldet sich schon. Schön, dass du noch dabei bist. Und in meinen Augen wahrscheinlich das Highlight. Okay, ich muss das hier aufschneiden. Der Sammlerwert wird wahrscheinlich deutlich, deutlich krasser sein. Ah! Da ist er! Da ist er, Leute! Da ist der Rucksack von Ellie. Das war da drinne. Auch das nur in Amerika vorhanden. Ich glaube in der 400-Euro-Edition oder sowas. Ist mir ein bisschen zu klein wahrscheinlich. Aber der Rucksack von Ellie, den sie anhat im ganzen Spiel. Vollwertig benutzbar. Kein Fake oder sowas oder irgendein Musterstück. Vollkommen benutzbar. Hier haben wir den Astronautenpin, die von Joel im Museum bekommen hat. Ne? Hier der Astronautenpin von Joel. Der Zeichen oder sowas. Ist mir ein bisschen zu klein. Wahrscheinlich, aber... Wobei, geht, oder? So schlimm ist es nicht. Ich glaube, das geht. Ja, nice. Nices Ding, ey. Mega nices Ding. Da ist aber noch was drin, Leute. Und zwar das PlayStation Headset. Das PlayStation Headset, auch in der Last of Us Edition. Mit The Last of Us Aufdruck. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, passt. Passt und sieht gut aus. Das ist auch nochmal drin, ne? Leider kann ich keine Gitarre spielen. Aber für die Leute, die Gitarre spielen können, 2 The Last of Us Picks für die Gitarre aus Holz mit den The Last of Us Motiven, ne? Unter anderem dem Logo wieder. Da ist das ganze Setup drin, da ist richtig Setup drin. Was noch fehlt, ist die PlayStation selber. Hier haben wir nochmal USB-Kabel, ich glaube für das Headset, ne? Jetzt fehlen noch Ellies Waffen. Wenn jetzt hier noch so ein Bogen drin wäre, das wäre richtig insane. Also wirklich ein insanes Paket. Einfach nur Ehre und Kuss geht raus. Und wir brauchen jetzt noch ein gutes paar Plätzchen dafür. Und dann kann man das ja auch in der Kamera sehen. Du brauchst einen Ausstellungsraum. Ey, ich sag's dir.
krieg inzwischen so viele coole. Ich hab inzwischen so viele Collectors Edition gekauft. Ja, ich kaufe so viele Collectors Edition. Die Kartons sind riesig alle. Nehmen so viel Platz weg. Wo soll ich das alles aufbewahren? Was meint ihr? Macht sich das gut in der Ecke? Ne, Leute, unterm Gras ist nichts. Das ist ein dicker, fetter Styroporpolster unten drunter und das Gras ist oben drüber. Wo ist der Proteinriegel von Abby? Stimmt, da sind viele Ellie-Sachen drin, aber nichts von Abby, ne? Cooles Ding. Cooles Ding.